Hallo und willkommen zurück zu Cassette Beasts Folge 44. Hallo. Wir sind ein Ball. Zwei Ball. Ich bin Kaylee. Ich bin endlich wieder Kaylee. Woop. Und wir haben 3 Wochen nicht gespielt und wussten gerade gar nicht, was Sache ist. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder up to date und jetzt gehen wir erstmal auf den Gipfelzipfel. Ein bisschen. Wir haben keinen Waypoint da oben. Nö. Wir können aber von dem Bahnhof da. Ja, wird uns auch nichts anderes übrig bleiben. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen Gipfelklatschen gehen, aber konnte mich nicht nach oben porten. Deswegen hat es irgendwie mein ganzes Momentum genommen. Apropos Momentum. Oh mein Gott. Warte, ich komme wieder hoch. Da ist wieder so ein... Ja, aber ich würde sagen, im Zuge... We got no time. Ja, genau. Wie nennt man das denn? Oh, ich kann nicht mehr reden. Für das Pacing gehen wir einfach... Schieb mich! Schieb dich! Schieb! Es geht nicht. Geht nicht. Na gut, gehen wir halt wie Peasants den normalen Weg. Den normalen Weg. Hier über die Truhe. Ey, ist ja auch... Wäre auch ohne Truhe gegangen. Geister! Die Ona hatten wir schon gefangen, ne? Hm. Das haben wir schon aufgemacht. Hm. Da oben steht ein komischer Typ. Komm schon, noch ein Stück. Oh, na gut. Gehen wir halt den normalen Weg. Ah, stimmt ja. Da war ja was. Yep. Hm. What? Ich hab, okay. Da ist dir auch passiert. Ich habe es genau gesehen. Weiß aber nicht warum. Ich weiß auch nicht. Ah! Hey, lauf! Do ich it! Ich laufe! Do it! You can do this! Order 66, do it! Haben wir den schon gefightet? Nee. Wollen wir den fighten? Nee. Ja. Bleib cool! Wow, stay frosty, bro. Level 49, guck mal. Nein. Guck mal, das fehlt auch. Mom. Oh Gott. Ja, das ist wahrscheinlich die Entwicklung vom Icepicker, glaube ich. Durchaus. Also ich meine, ja, wissen wir ja schon, haben wir ja schon gesehen. Oder haben wir das schon gesehen? Also wir haben es selber noch nicht entwickelt, wir haben es nur im Bestiarium gesehen. Ja, ich glaube, deswegen wissen wir das. Irgendwie sowas war da. Ich habe aber das Gefühl, dass wir tatsächlich de facto wissen, dass es so ist und nicht vermuten, nur weil es auf dem nächsten Slot ist. Ich habe keine Ahnung. Glitter Bomb und Mumpf. Ups. Du hast den einfach aufgefressen. Das tut mir leid, ich habe sein zweites Monster geskippt. Ich mache das ja nur fürs Powerlevel für Kaylee. Hm. Ganz uneigennützig. Eiskalt abserviert. So wie Jan schon beim letzten Mal. Ich möchte nicht drüber reden oder drüber nachdenken. Komm, wir gehen. Wir schaffen das. Ist das ätzend? Direkt wieder runtergefallen. So, aber hier kann man auch um die Ecke gucken. Das ist bestimmt eine Kiste. Ah! Geht da nicht lang. Oder nicht. Aber da drüben geht's auch noch runter. Du musst mir vertrauen. Nein. Oh, warte. Hier, da. Da unten ist der... Nein. Was? Nein, da ist ein Pfeil, guck mal. Da, guck mal, ich hab das Ruhe gefunden. Cool. Hi. Wieso hast du dich bewegt? Wieso hast du dich nicht bewegt? Oh, das ist ein Schalter. Hast du ein Glück? Ich hab den Schalter schon gesehen. Hab ich nicht. Ich hab nur die Plattform gesehen. Aber da war ein Pfeil. Warte. Ey. Was war das? Das waren meine Bronchien, die ich fast rausgehustet hab. Trink was. Kann ich nicht. Huch. Visit every part of Neubiral. Hey, wir haben die Karte aufgedeckt. Oh mein Gott, was ist das? Das ist ein Eisbecker und eine Wolke. Ah, die Dinger. Heuschlag. Ah, Fallschlag. Haben wir die schon mal gesehen? Nein, ich glaube nicht. Oh, oh. Oh, Herrgott, lass Gnade walten. Nein. Schon ein aggressives Bummer, muss ich sagen. Oh Gott, ich bin so strong. Hättest nicht einfach den Funktaler nehmen können. Ich kann...
Oh nein! Multischuss! Glitz! Oh. Oh. Ja, nice. Immer hier, um den Kill zu securen. Oh yeah. Teamwork. Makes the dream work. 550 Papierbrei. Jo, okay. Krass. Oh! Alarm! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh! Die sind voll. Anfällig. Ha! Den Satz habe ich gerettet, ey. Und wir haben jetzt wieder Godzilla dabei. Wird Zeit, ein paar Laser zu schießen. Mal gucken. Wir sehen, wie viel Schaden ich mache. Echolot. Absolut keine Ahnung von Gift. Ja, sehen wir gleich. Hup. Machst halt neutralen Schaden, ne? Aber hat ist gut. Offensichtlich gereicht, ja. Die sind auch auf meinem Level, also fair. Ich spuke. Oh mein Gott, er schärft deinen Schnabel. Glitzer. Plupp. Ich habe Enten im Park gesehen und das auch gemacht. Wir planen eine Revolution. Hey, Level 49. Hey, gesetzt. Wupp, wupp. Jetzt hätten, ja klar, wo denn sonst als im tiefsten Schneegebiet? Ja klar, vielleicht erzählt uns Kaylee irgendwas. Bestimmt. Du sprichst mit Kaylee über die Geheimnisse von Neu-Viral. Schon verrückt, diese Welt, ganz ehrlich. Ja, bin froh, wenn wir wieder in unserer Zeit sind. Also ich find's echt ganz nice hier, aber ich will trotzdem nach Hause. Meine Katzen und meine Frau vermissen mich. Bin schon viel zu lange hier, viel zu viele Kultisten und so. Hey, das. Ich möchte gerne wieder nach Schottland zurück. Schottland? Na, da sind doch genauso viele Kultisten, oder nicht? Da gibt's vor allem Schafe. Och. Und Pferde. Pferde? Mit. Ich habe hier noch kein Pferd gesehen. Hm, haben wir keinen? Haben wir kein Pferdemonster gehabt? Schlangen. Oh Gott, imagine, sowas gibt's in unserer Welt, Oh mein Gott, meine Subnautica-Time! Da so gibt's Angst. Noch eine von, scheinbar. Ja, die Entwicklung von. Ach so. Ach so. Kann die sich vielleicht nochmal entwickeln? Keine Ahnung. Vielleicht, wenn. Hatten wir ja noch nicht gefunden. Wahrscheinlich kann die sich die Carni-Viper. Ich glaube, wir haben die alle einzeln gefangen, ne? Vielleicht kann das Mars-Klapper sich auch zu drei verschiedenen Sachen entwickeln. Oh, das kann auch sein. Triomongold, Madiusa und was auch immer. Vielleicht kann sich die Carni-Viper einfach zu Madiusa auch entwickeln und kann sich dann hier durch die Madiusa noch was anderes entwickeln. Ich habe keine Ahnung. Who knows? Who knows? Wir irgendwann. Ah! Ich mag ja den Malchemisten am meisten. Von den dreien bisher. Davon bin ich ein bisschen enttäuscht. Nicht, weil das irgendwie langweilig ist oder so. Also im Vergleich zu dem Schaf natürlich schon. Aber. Aber? Wir hatten es halt schon mal gesehen. Das ärgert mich ein bisschen. Ja. Ich meine, look at this. Mega awesome. Ich mag auch die Serenade mega. Was suche ich zum Pferd? Don't know why. Ja, weil ich mir sicher bin, dass wir schon mal ein Pferd gesehen haben hier in Neu-Viral. Ich meine, everything can be a pony if you're brave enough. Ah, da, Pferd, eindeutig. Ich kein Pferd gehabt. Das Ding ist immer noch. Oh mein Gott. Das sieht einfach aus, als kommt aus den Backrooms. Crooked Giraffe. Pac-Man ist ein trauriges Pferd mit 6 Beinen und einem Jetpack, aber. Das ist kein Pferd. Das ist echt, ich meine, ich weiß nicht, wie die Pferde bei euch in eurem Bundesland aussehen, aber bei uns hier in Bayern. Sehen so die Pferde aus. Ich meine, ja. Ah, ja, true, der Kackabilly. Ja, ruff, ruff. Keine Pferde. Wir hatten einen Boss, der ein Pferd war. Hatten wir? I think so. Ja.
Ja, hier, guck mal, wir hatten hier Nightmare Before Christmas, so Stop Motion. Robin, gut Freund. Dann hatten wir hier Persona, das ist definitiv Persona-Style. Das ist Cuphead. Porygon, I guess. Ja gut, das ist klar, was es ist. Oh ja, true. Das ist aus so alten Zeichnungen aus Religions- und Geschichtsfabeln. Das ist abstrakt. Das lassen wir mal einfach so stehen. Das ist so eine Depicture aus halt so klassischen, so schönen 80er-Filmen, wo Heavy Metal und Rock'n'Roll noch satanistisch war und so wurde das dann dargestellt. Und das ist ein Haus. Das ist ein Haus. So. Kann man da hoch? Erst ein Theme-Song. Nö. Okay, gehen wir da rein. Auf dem Weg zum letzten Engel? Fragezeichen. Ich hab mich erschreckt. Alles wird gut. Vor den Controls. Aber wie kommen wir denn zur Truhe? Rüberfliegen? Rüber sprinten. Rüber sprinten, gute Idee. Warte, kriegen wir hin. Sehr gut. Aber wie komme ich jetzt zurück? Oh no! Das ist eine Mimik. What is that? Oh, guck mal, wie das. Ach, das ist so ein Terrakocher und so ein Karussellmaus. Der ist ja cute, guck mal, sniff, sniff. Sniff. Schnief, schnief. Erde und Plastik. Plastik kann man, glaube ich, ganz gut verbrennen, ne? Ja. Es ist Zeit für Godzilla. Godzilla macht eh Fernkampf, ne? Jo. Perfekt. Achso, weil du jetzt Stacheln drauf machst? Ja. Ja. Kriegen wir schon hin. Der macht Sandsturm. Das ist jetzt... Wow! Ist das der Erdschaden eventuell? Oh Lord, have mercy on me soul! Ist das der Erdschaden? Ich weiß es nicht. Warum ist hier überall Blut? Oh Gott. Ich brauche einen Arzt. Du brauchst einen Stift, brauchst du? Oh, steck mir den Stift ins Gehirn, schnell. Achso, die Nase reicht nicht mehr, okay. Na doch, du musst einfach nur ein bisschen weiter reinschieben. Ich muss weiter schieben, ja. Oh Gott, ich mach kein Damage. Ah! Oh Gott, ich muss mir den zweiten Stift noch nachschieben. Ist das jetzt gut? Jetzt habe ich ihn verstärkt. Oh, jetzt mal noch weniger Schaden. Oh. Au. Kann der aufhören zu kritten? 9. Ich glaube, durch den Terrakocher hat er doch unendlich viel Defense, ne? Mehr Multischuss? Fragezeichen? Ist das die Lösung? Ich meine, jetzt hat er nur noch Gift, ne? Ja. Kein Boden mehr. Ja. Das heißt, du machst jetzt auch mehr Schaden. Ja, aber der hat jetzt dafür halt den Verteidigungsbuff. Genauso viel Schaden wie vorher. Aber er brennt. Boah! Au. Alles gut. Bin gelöscht, das ist schlecht. Okay, kriegen wir. Oh, neuer Wurf. Komm schon. Ja. Oh. Oh mein Gott, er hat 11 Runden seine Defense. Okay, der Trick ist jetzt einfach Stifte sich so lange in die Nase zu stecken, bis der stirbt. Weil der brennt ja. Und ist vergiftet. Ist der vergiftet? Nee, der ist beschichtet. Der ist nicht vergiftet. Ist ja Quatsch. Weißt du, was er ist? Tot? Ich hoffe. Oh, du Schuss. Oh, du bist so schön schnell. Nice. Glitter hätte, glaube ich, nicht gereicht. Das ist ein Dings. Das ist ein Bootleg. Nee, das ist vergiftet. Ach so. Also halt hier beschichtet. Ich lasse mich immer wieder davon veräppeln, ne? Yep. Oh, ich hatte voll die Hoffnung. Achso, hab ich gehört. Tut mir leid. Wir machen mal der Echolot und dann gibt's nichts. Da kannst du ja nicht für. Da kann das Spiel was für. Ja, okay, hast da recht. Tut mir leid.
Wir sind alle mitschuldig. Ach, den kannst du jetzt vergiften, obwohl der Gift beschichtet ist. Das ist ja interessant. Hör doch mal auf damit. Au. Mein Schaden. Was für einen Wuschel. Ich treffe eh beide. Entschuldigt, wenn wir blöde Entscheidungen treffen, aber ich habe halt überhaupt keine Ahnung mehr, ehrlich gesagt. Ist nicht so schlimm. Wir haben jetzt seit 1,5 Monaten nicht gespielt. Das stimmt nicht. Seit einem Monat? 3 Wochen. Fast einen Monat. Ich glaube, 9. September stand da vorhin. Jetzt ist der 27. September, also. Ah. Ziemlich... Ah! Fühlt sich länger an. Jupp. Jupp. Eine Welt ohne Cassette-Beasts ist keine richtige Welt. Ironisch, weil es hier darum geht, dass man in einer anderen Welt ist. Stirbt, Terrakoffer. Ja. Aber dafür, dass wir jetzt so eine lange Pause gemacht haben, ist es auch ein bisschen praktisch, weil in einer Woche oder so das DLC rauskommt. Ja, ich glaube, am 4. Oktober habe ich vorhin gelesen. Ist das eigentlich ein gratis DLC? Ich bin unsicher. Ich glaube schon. Müssen wir mal gucken. Werden wir auf jeden Fall auch spielen, außer das Ende von dem Game, das wir nicht in dieser Folge erreichen werden. Logischerweise enttäuscht uns jetzt absolut dermaßen, dass wir sagen, das ist ein Scheißspiel. Aber es ist schwierig, den Hype von dem Game noch runterzunehmen. Ah! Und nachdem jetzt schon ein paar Mal die Frage kam, ob dazu ein Let's Play kommt, glaube ich, das lohnt sich schon. Das wird jetzt einige von euch überraschen, aber die Antwort ist ja, dazu kommt ein Let's Play. Wir sind zwar Folge 44, aber... Glitterresistenz? Was? Was? Ist das nicht mega? Ist das nicht total gut? Ist auf jeden Fall das erste Mal, dass wir das sehen, glaube ich. Ich bin wieder da. Oh ja. Ich kreuz nochmal. Mhm. Wir haben schon die Hälfte der Stifte aufgebraucht. Dafür sind sie da, kostet ja nix. Ups. Kostet nix da. Ach, willst du mit der Kuniko spielen? Ja. Erstmal nach oben vielleicht? Ich mache immer. Ah. Oh Gott, wieso sind hier so viele Geister? Du bist in den Picker. Ein Kohlenkessel. Und das ist Wasser. Jetzt hätte ich mich fast schon wieder veräppeln lassen. Ja, ich habe auch gerade gedacht, so. Ich wollte gerade sagen: Nein! Ich bin zu stark! Meine Kraft ist nicht zu bändigen! Ich fühle mich wie ein WoW-Charakter. Ich fange den, bevor ich ihn noch fresse. Haben wir was für Erde? Keramik. Ja. Ja. Alles gut. Ich wollte den doch fangen. Ja, alles gut. Ich habe nur extrem viel aufgenommen heute. Aber ich kann nicht aufhören. Das ist schlimm. Was heißt denn, du wolltest den doch fangen? Hast du nicht? Nee, den anderen, den ich ermordet habe. Ja, den ich totgebissen habe. Ja, aber Jacko, nimm doch einfach den Wurm raus. Und dann muss ich dir mal sagen, ich kann doch nicht einfach hier auf YouTube den Wurm rauslassen. Ja, nicht den Wurm. Ja, das ist ja... Du weißt ja nicht, was die Leute wollen. Da muss man ja mal ganz vorsichtig nachfragen auch. Also die Crutchcam gibt's nur, wenn da ein Kater liegt. Ja, oder wenn ich vergesse, die Kamera danach wieder hochzuklappen. Ist ja noch nicht passiert. Nein, alles gut. Nein. Mir wird sowas nicht passieren. Denn ich bin ein schlauer Mensch und vergesse nie irgendwas. Wenn mich Lil dran erinnert, zumindest. Bitte lass dich fangen. Das ist alles, was ich möchte. Ja. Nein. Komm schon. Nope. So. Hey, kannst du mal versuchen zu fangen, bevor ich gleich Blut speie? Ja. Cool. Beißen. Boah, das Moveset von meinem Würmchen ist so unglaublich unterschiedlich. Ach, du hast die ich habe die letzten zwei verwendet, ja. Aber okay, nicht, dann Chromdioxid. Ja. Können wir auch bald mal wieder welche kaufen. Jo. Wie viele haben wir noch? 11? Habe ich es gerade richtig gesehen? Ja. Recording. Hier ist auch 10. Mann. Komm schon. Schlag mich! Ah, steckt uns beide. Ja, easy. Ja, nicer Stiesel. Nice. Got it. Got it.
Kohlenkessel sind lebende. Kohlenkessel sind lebende Kochtöpfe, in deren Körper ständig eine leckere Brühe vor sich hin köchelt. Obwohl sie nicht sehr beweglich sind, können sie ihre Körper drehen, um Ströme dieser dampfenden Brühe auf jeden zu verschießen, der ohne Aufforderung davon kosten möchte. Erinnert mich gerade ein bisschen an den Schmelzofen aus Monster Sanctuary. Was ganz witzig ist, weil wir vor der Aufnahme noch drüber geredet haben. Boah, weißt du noch damals Monster Sanctuary? Mhm. Als du diesen Ofen für unbezwingbar hieltest. Ich meine, ja, haben wir alle. Mit Recht. Ach, Monster Sanctuary, richtig nice Game. Also wenn euch Cassette Beasts gefällt, dann spielt auf jeden Fall auch Monster Sanctuary. Und selbst wenn ihr es nicht spielt, kauft es euch einfach. Ist mir egal. Unterstützt die Entwickler. Ich will, dass die mehr Spiele machen. Ja, bitte. Monster Sanctuary 2 wann? Hollow Knight Silksong when? Ob ich das noch erlebe? Oh. Oh, das ist ja... wir sind zu gut. Unangenehm, ja, unangenehm. Ah. Hier ist doch bestimmt was versteckt. Spring da nicht runter, das tut weh. Okay. Warte mal ganz kurz. Sorry, dass ich ins Menü springe. Da hatte jemand aber seine Tasten nicht unter Kontrolle gerade, ne? Ich habe nur L2 gedrückt gehalten, ja? Ja, das habe ich gesehen. Ich steige auf, ich aszendiere. Was ist das? I don't know. Oh, oh. Tschüss. Okay. Aber vielleicht will ich Kuneko auch nochmal heilen. Was ist denn, wenn wir jetzt den letzten Engel in die Hände rennen? Wir haben nur noch 2 Stifte. Wir haben nur noch 2. Ach, du hast Kuneko auch. Ich hab alle geheilt, ja. Ah. Ich bin doch ein Teamplayer. Der Wirrl. Die Musik ist weg. Jupp. Yep. Ah, da ist sie. Oh. Warte. Ist hier hinter was? Fall nicht vom Berg. Nein. Schnell, wir müssen Oma retten. Bahnhof, haben die immer schon so? Haben die schon immer so krass leuchtende Augen gehabt, die Onnas? Ich glaube schon. Oder ist das eine Entwicklung? Nee, das ist ja schon. Ist das überhaupt eine Onna? Das da hinten ist ein Eispicker. Das daneben, meine ich. Ja, ich weiß. Nee, das ist schon eine. Ah, oh, das ist recht, die Augen leuchten ein bisschen mehr. Vielleicht, weil hier ein größerer Kontrast ist, weil draußen die ganze Zeit Schnee lag. Vielleicht. Hallo, Krabby. Ah, willkommen. Ich habe mir erlaubt, Bahnsteig A für eure Reise zu öffnen. Also, was kann ich für euch tun? Bye. Na gut. Kann man das Plakat angucken? Nee. Also halt schon mit den Augen, aber... Ich meine, jetzt könnten wir vielleicht nochmal zurückgehen und kurz einkaufen gehen und dann wieder hierher schnell reisen, weil. Klingt gut. Na, das ist ja Antrag angenommen. Ja, easy. Das geht, okay. Wollte ich mit Feuer checken, dann. Oh, oh mein Gott, weißt du, wen wir dann besuchen? Den Klingt Hund! Gut. Ach so. Natürlich. Oh. Das ziehst du bis zum Ende durch, oder? Natürlich. Hier, guck mal, 10 Stück davon. Nice. Au revoir. Ja! Okay. Und wieder zurück. Boah, imagine, es gäbe keine Schnellreise. Apropos, ich hab privat angefangen, Fallout 4 nochmal zu spielen, nachdem ich Starfield enttäuscht hat, weil ich kein Sci-Fi-Fan bin. Hat mich Starfield enttäuscht, das ist ganz überraschend. Wenn man kein Sci-Fi mag, sollte man kein Sci-Fi-Game spielen. Anyway, habe ich wieder Fallout 4 angefangen und habe gemerkt, wie geil das eigentlich wieder ist. Und habe auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad auf Survival angefangen. Mhm. Und das ist mega cool, weil es halt irgendwie schon eine postapokalyptische Survival-Sandbox ist. Ist schon nice. Kannst kaum erwarten, dem ersten richtigen Gegner entgegenzutreten. Der schießt mir einmal den Zeh und ich sterbe. Yep. Du wirst dann einfach ein One-Shot. Wir sind auf einem Berg, der mit Schnee bedeckt ist. Aha. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding vielleicht Eiselement hat? Just asking. Wir sollten vielleicht auch nochmal draußen rasten. Ja.
Wir hätten auch einen Kaffee trinken können. Jupp, müssen wir auch, weil das Lagerfeuer ist ja unten am Berg. Oh ja. Der Reise hier nicht möglich. Oh, okay. Hui. Ups. Da kann ich meine Geschichte ja weiter erzählen. Schnellreise hier nicht möglich. What do you mean? Fallout. La. Wir wurden entdeckt. Knapp. Das Nice an Survival Mode ist, es ist sau schwer, weil alles ultra viel. Huh? Du bist also ein Hund. Was? Aber du kannst deinen Kassettenspieler benutzen, um dich wie die anderen von uns in Monster zu verwandeln. Bist du irgendein magischer sprechender Hund? Bist du Clifford the Red Dog aus einer anderen Welt? Hä? Wohl eher nicht. Nicer Dialog. Wurde schon wieder unterbrochen, das ist so unmöglich. Yep. Ah, hallo! Sorry, ich wollte gar nicht zu dir. Sorry. Zweifelmode, mega nice. Alles macht ultra viel Damage. Kelly erzählt dir von ihren verschiedenen Projekten, mit denen sie den Leuten in Hafenstadt hilft. Nice, machst du gut. Hm. Und das Nice ist, du machst aber selber in Survival-Mode auch viel mehr Schaden, weil alles tödlicher ist, also du auch selbst. Das heißt, du kämpfst dich die ganze Zeit gegen irgendwelche Bullet-Sponges, die dich einfach wegtanken, sondern es ist scheinbar tatsächlich quote-unquote balanced. Ich will mich nicht zu weit rauslehnen mit meinen Aussagen, weil ich halt echt am Anfang bin. Ich habe halt noch nichts gemacht. Ich trau mich nicht. Ich habe so Angst, wenn ich gegen irgendwas Größeres kämpfen muss. Oh Gott, apropos so größer. Gleich? Ja. Ich habe auch Angst. Okay. Ich bin nicht. Quietsch. Los, jetzt komm, los, komm. Ich komm. Muss ich? Ja, ja. Auf Kampfposition! Okay. Und wir haben die Monster nicht gewechselt. Ich hab mein Feuermonster drin. Hast du? Ich hab mein Godzilla als First Ding rein. Okay. Oh Gott. Wahrheit, Lügen. Eurer unerfahrenen Art sind solche trivialen Konzepte äußerst wichtig. Die Realität ist nicht wahr. Nehmt die Unwissenheit an. Dieses Ding braucht auf jeden Fall mal einen Realitätscheck. Warum ein Leuchtturm? Ach so, weil das Schiff Schiffbruch erlitten hat. Ah. Natürlich. Ist das versteckte Lore? Du verstehst es nicht. Lass mich dich aus deinen falschen Wahrnehmungen von Wahrheit und Lügen erwecken. Okay. Babelith. Turm der Ignoranz. Babelite. So, jetzt mache ich einen nice AOE. Ich meine, wir könnten fusionieren. Könnten wir auch. Das haben wir auf jeden Fall noch nicht gesehen. Das haben wir definitiv noch nicht gesehen. Ja, wollen wir? Ja. Jetzt von Jago und Kaylee sind eins! Oh mein Gott. Cute. Die Artille Kuneko. Ist ja ultra cute schon wieder. Ha. Oh mein Gott, wir sind Feuer und Eis. Du, 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 oh mein Gott, wir sind Nahkampf und Fernkampf. Du, 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 du. What to do? Nix, I guess. Einmal wieder defusionieren. Oh. Start ist blockiert. Schlecht. Klaps. Mit dem Finger. Falsche Erhellung. Oh nein. Okay. Der Effekt mit dem Leuchten hat mich jetzt gerade dran erinnert. Ich spiele ja gerade nicht, ich kann ja erzählen. Octopath Traveler 1 schaltest du irgendwann eine sekundäre Klasse frei. Den Runemancer oder Runenschmied oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall funktioniert das so, wenn du einen, du castest dann, was ist die Verkehrskörper am liebsten? Staudensellerie. Offensichtlich soll ich keine Geschichten erzählen, denn ich werde immer unterbrochen. auf jeden Fall konntest du dann eine eigene Rune auf dich casten von einem Element, von einem der sechs Elemente, ne, fünf Elemente, sieben Elemente, ich habe keine Ahnung, von den Elementen in dem Game eben, und hast danach, wenn du angegriffen hast, das Element nochmal gecastet.
als magischen Schaden. Und dann habe ich Ophelia genommen, habe ihr absolut so viel magischen Angriff gegeben wie möglich. Was ist der Terrakocher am liebsten? Gebrannte Mandeln. Witzig. Habe ich nicht verstanden. Ich auch gebrannte nicht. Mandeln sind lecker. Ja, same. Finde ich auch. Wird bald wieder Zeit, bald ist wieder Weihnachten. Ja. Noch dreimal Geld, dann gibt's Weihnachten. Gab's auch jetzt kurz vor kurzem bei uns. Da war Jahrmarkt. Da gab's auch gebrannte Mandeln. Bei uns war auch Markt, aber wir hatten. Oh oh. Was ist der. Okay, gebrannte Mandeln. Wiederholung, langweilig. Auf jeden Fall war das halt auch so. Ich habe mit meinem Stock zugeschlagen. 12 Damage. Und dann kam von oben so ein Orbitallaser runter. Der hat einfach Damage Cap gemacht mit 99.999. Das war schon funny. Vor allem, weil du dann zweimal schlagen konntest. Und dann hast du Klonk, Psum, Klonk, Psum gemacht. Und hast einfach 200.000 Damage gemacht. Damage, die andere Charaktere nicht erreichen können. Fucked up, ey. Ah, okay, Traveler ist schon nice. Ich glaube, es ist eine Frage. Ja, freilich. Wir haben zu viele Skills, weil hier ist der Elementarwahl nicht mehr drin. Voll? Tatsächlich. Das ist ja. Traurig. Den hätte ich mich vielleicht jetzt gerne benutzt. Ich kann die Illusion auch einfach kein Elementarwahl casten, weil das schon ziemlich broken wäre. Das wäre doch lame. Allerdings kann man halt auch Stifte benutzen, also, who knows. Wahre Erhellung! Hideous Laughter. Wo hat das Buschauge alles gelernt, was es missen muss? In der Baumschule. Haha, huhu, hihi. Kein Effekt, ja, true. I am not impressed. Wo ist mein Eistee? Take this. Take Bombe. Eisigstrahl. Oh mein Gott, der Orbitallaser. Was macht Bombe? So und so viele Runden und dann explodiert es, glaube ich. Holy Jesus Christ. Oh, ich bin vertan. Was ist der Eisspecht am liebsten? Schoko und Vanille. Ja. Okay. Relatable. Aber was ist mit Haselnusseis? Dem objektiv besten Eis überhaupt. Bye bye. Genauso dem objektiv besten Joghurt überhaupt. Gott, ich habe kein Haselnussjoghurt. Wozu eigentlich noch früh aufstehen? Ich bin auf jeden Fall voll bei der Sache. Level up! Kalte Fusion, das haben wir glaube ich noch gar nicht, ne? Glaub nicht. Nee, guck mal, wird nach einer Fusion aktiviert. Verringert die TP der Fusion auf 20% der maximalen TP und lässt sie zurückschrecken. Was? Verringert die TP der Fusion auf 20% der maximalen TP und lässt sie zurückschrecken. Vielleicht, wenn der Gegner fusioniert. Ach so! Ja, okay, das macht Sinn. Das ist extrem gut! Das ist richtig gut! Das ist richtig gut, um diese Schattenfusionen zu farmen. Ja. Das ist halt sehr situationsabhängig, aber wenn man die grinden will für irgendwas. Ich überlege nur gerade, gab es Kämpfe gegen NPCs, die fusioniert sind? Ich glaube ein paar Fragen. Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube tatsächlich nicht, weil wir ja was Besonderes sind, weil wir das können. Hm. Und die Leute jedes Mal überrascht sind, so, hast du das gespürt? Das war total komisch. Und Jergo so, Man gewöhnt sich dran. Yep. Nee. Ah, und letzte Ölung. 200 Damage. Prioritätschance. Okay. We did it. Der letzte Engel. Oder? Fragezeichen. Ach Gott, jetzt kommt wieder das lange Lied, das kein Lied ist. Willst du dieses Land verlassen? Hör gut zu, hör auf mein Lied. Bist du der Aufgabe gewachsen, kannst den Weg du gehen, der vor dir liegt. Nach Osten müssen deine Flügel flattern, an den Ort, den nur ich kenne. Denn dort liegen meine Kammern, ihre Hallen sind nun leer. Von dort musst du nach Norden gehen, wo sich getrennte Wege grüßen. Wo Kastanienbäume sind zu sehen, und du ihr Laub spürst unter deinen Füßen. An einem Baumstumpf in waldgem Land, dort musst du jetzt sein. Nimmst du die Karte in die Hand, muss dreimal sie gelesen sein. Vereine Handlung und Situation, um zu finden die letzte Station. Hör mein Lied und find den Ort, der dich bringt weit von hier fort. Letzte Station.
Eine Wahrheit ist mir mittlerweile klar. Ich wurde übertroffen. Hey, sieht aus, als würdest du verlieren. Komm doch mit. Woohoo! Meine neuen Rekruten sind ein wirklich ungehobelter Haufen. Zum Glück habe ich an meinen Führungsqualitäten gearbeitet. Wir werden für eine wahrhaft positive Arbeitsatmosphäre sorgen. Darf ich auch bei dir arbeiten? Hallo? Ich glaube, diesem Engel, Erzengel, haben wir einen Realitätscheck verpasst, meinst du nicht? Ich glaube, wir kriegen bald einen Realitätscheck, wenn unsere Charaktere schnallen, dass wir bald gegen alle Erzengel nochmal kämpfen müssen, weil ein Bossrush kommt oder so. Ja. Ich mag keine Bossrushs, hoffentlich kommt er nicht. Im letzten Bahnhof vielleicht. Ein weiterer Erzengel erledigt, ein weiterer Rekrut für Aleph. Was genau hat er vor? Oh, habe ich dir schon gesagt, dass ich gut im Lösen von Rätseln bin? Ja. Ich glaube, ich weiß, worauf dein kryptisches Lied verwiesen hat. Schauen wir uns den Ort mal an. Jo. Ernsthaft? Da oben rechts. Da waren wir schon? Ja, ja. Aber da konnten wir noch nicht gleiten, ne? Doch, ich glaube schon. Aber ich schätze mal, dass da jetzt halt irgendwas aufgeht, wenn wir da hingehen, was vorher nicht aufgegangen ist, weil wir da vorher nicht halt die Quest gemacht hatten. Ja, das kann sein. Aber ich gehe doch mal davon aus, dass Kaylee jetzt die 5 Sterne voll hat, die 5 Herzen. Du sprichst mit Kaylee über die Geheimnisse von Neuviral. Nope. War kein bindendes Erlebnis einfach. Ha. Wir brauchen Bleistifte. Lass mich an deinen Haaren riechen. Danke. Danke. Noch ein paar Kassetten kommen jetzt. Au revoir. Okay, ab au revoir. Oh, Folgenende. Ja, wir sind bei 37 Minuten, Cassie. Ups. Tschüss.